Die Corona-Pandemie betrifft zahlreiche Unternehmen in Deutschland. Es wurden bereits Hilfsprogramme durch den Bund und die Länder verkündet. Wer kann Hilfe beantragen und an wen muss man sich wenden? Wir geben einen kompakten Überblick der verschiedenen Instrumente und nennen die wichtigsten Bedingungen. Soforthilfe zu Schuss. Regeln für den Bund. Unterstützt werden kleine Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten, Vollzeitäquivalent, einschließlich landwirtschaftliche EU-Produktion, Solo-Selbstständige und Angehörige der freien Berufe. Voraussetzung ist ein Liquiditätsengpass aufgrund der Corona-Pandemie, der zu einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Schieflage geführt hat. Es handelt sich um eine Billigkeitsleistung zur Überwindung einer existenzgefährdeten Wirtschaftslage. Der Zuschuss wird einmalig für 3 Monate gewährt und richtet sich nach der Zahl der Beschäftigten, bei bis zu 5 Beschäftigten bis zu 9.000 Euro, bei bis zu 10 Beschäftigten bis zu 15.000 Euro Soforthilfe. Die Stadt Dresden zahlt für Selbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro. Soforthilfe-Darlehen Sachsen hilft sofort. Gefördert werden Einzelunternehmer, Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmen und Freiberufler mit Sitz in Sachsen, Jahresumsatz bis zu 1 Million Euro. Weitere Voraussetzungen sind, das Unternehmen war zum 31. Dezember 2019 gesund, keine wirtschaftliche Schieflage, die Prognose ist ein Umsatzrückgang von mindestens 20% für das laufende Geschäftsjahr aufgrund der Corona-Pandemie. Die Darlehenshöhe beträgt zwischen 5.000 Euro bis maximal 50.000 Euro und wird zinslos gewährt, Laufzeit 10 Jahre, bis zu 3 Jahre tilgungsfrei. Sämtliche Anträge erfolgen elektronisch oder postalisch über die Sächsische Aufbaubank SAB. Die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, gewährt Corona-Hilfe-Kredite für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die durch die Corona-Pandemie in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Der Kreditdienst zur Deckung der laufenden Kosten oder zur Verbesserung der Liquidität. Beantragt wird der Kredit bei der Hausbank des Antragstellers, Bank oder Sparkasse. Auf der Seite der KfW kann der Antrag für eine schnelle Bearbeitung bei der Hausbank vorbereitet werden.